Vielleicht selbst dein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Okay. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Okay. Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Du endest doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Ich hab jetzt keine Zeit. Mal, warte hier. Du hast dir den Kopf angestoßen. Hier, das Formular. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Dankeschön. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Dankeschön. Na, hoffentlich können wir mal Auto fahren. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups! Und der sich dann in Luft auflöst. Komm mit. Der nervt vielleicht. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak. Und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier. Und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Genau. Die Anwälte. Ah, sie. Wenn du bis dahin noch lebst. Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Der hat auch immer was zu fluchen, der Typ, ne? Okay, die Batterie nehmen wir auch mal mit. Gibt's hier sonst noch was? Ich muss nachher echt mal googeln, wofür diese Kaffeedinger sind. Hat ja bis jetzt noch keiner was geschrieben in die Kommentare. Hm. Ah, da kann ich auch nichts nehmen. Ich habe nicht mal ein Schießeisen. Oh, muss die Taschenlampe jetzt an sein, Mann? Ist doch mitten am Tag. Ich guck trotzdem mal hinters Haus. Ah. Seht ihr, YouTube, immer überall gucken. Hier ist immer was versteckt. Vielleicht finden wir auch noch irgendwo ein Manuskript. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Ich werde hier warten, Al. Ja, ja. Die Stellung. Im Geist bin ich bei dir. Bei jedem Schritt, Al. Ich schließe jetzt die Tür ab. Jetzt habe ich auf einmal eine Knarre. Geil. So, das Manuskript krapschen wir mal auf. Können wir die Karre hier nehmen? Yeah, die können wir benutzen. Machen wir auch gleich. Wir können aber auch zu Fuß gehen den Weg, oder? Naja, aber dahin will ich jetzt nicht unbedingt zu Fuß gehen. Wofür haben wir denn das schöne Auto? So. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagen, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Okay.
So, weiterspielen. Jetzt nehmen wir mal die Karre hier. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Was? Hey, ich will Auto fahren, Mann. Was soll die Scheiße? Jetzt sollen wir den Scheißweg gehen. Ach, ist das gleich das da? Okay, dann wäre es jetzt unnötig mit dem Auto hierher zu fahren. Oder? Warte mal, da hinten ist... Licht. Boah, lecke mich. Voll erschrocken. Voll krank hier, ey. Das Spiel ist voll krank, Mann. Auch schon gut schockig hier irgendwie, finde ich. Da ist irgendwas drin, ne? Ah, Licht anmachen. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Wie wir einfach in so eine fremde Hütte reingehen können. Auch cool. Ist hier irgendwas drinne? Außer steinharter Müll, nichts. Schade, dass wir uns hier nicht so hinsetzen können. Aber mal anstupsen. Wow. Was geht denn jetzt ab? Gott, weil ich die Schaukel angestupst habe, oder was? Na, ich gehe nie wieder schaukeln. Ab heute. Irgendwas ist hier nicht koscher, hä? Lover's Peak. Okay. Ja, wir müssen ja überall mal rein hier, ne? Wir sind ja halt neugierig. Uiuiuiui. Oh, das Licht wird hier wohl nicht mehr angehen. Mal gucken, was in der Glotze läuft. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Oh, hier ist Blut. Manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend. Oh, ich gehe hier weg. Mann im Spiegel. Ich hab voll das. Voll das Zippeln in den Ohren, ey. Kein Bock, das zu gucken. Es ist gerade abends und ich hab voll Panik, ey. Okay. Okay. Okay, wir gehen hier erstmal hoch. Do not bla bla the Tiere füttern. Ah, Manuskript.
So, das ist doch schön. Das ziehen wir uns erstmal rein. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht der Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Okay. Boah, jetzt habe ich mich gerade auch wieder... Ich habe eben so ein bisschen weggeguckt. Was war das? Ich habe eben so ein bisschen weggeguckt und dann habe ich mich gleich wieder... Boah, ich höre immer was von hinten. Boah, das nervt. Boah, ich habe immer voll das Zippeln im Ohr. Okay. Ein Manuskript. Ich höre immer was von hinten. Ich raste gleich aus. Warum steht hier verflucht nochmal einfach so ein Auto? Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Bäh. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Was? Okay. Was meint er zur Hölle? Oh Gott. Oh Gott. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Nein! Ah! Oh, was ist da los? Nein! Rusty! Mist! Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helf mir! Ist hier irgendwas im Auto? Am Auto. Boah, was ist denn hier? Verfickte Hölle. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Hallo? Hier hinten! Ich bin hier hinten! Hallo! Helfen Sie mir! Ach du Scheiße. Das ist ja wie eben, was wir gelesen haben. Wegen seinem gebrochenen Bein. Es geschah. Genauso wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Ach du Scheiße. Das ist. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Können wir den Hund rausholen? So eine Scheiße, der hätte uns doch mithelfen können. Ah ne, der ist ja verletzt. Der arme Wuff-Wuff. Aber hier passiert bestimmt jetzt gleich was Krankes. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. So, aufschließen. Anstatt er die eintretet, weißt du? Nee, da muss er wieder schließen. So. Erstmal das Manuskript hier aufheben. Können wir hier rein? Nein. Gut, wir hören uns erstmal das Manuskript an. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Oh Gott, jetzt wissen wir ja gleich, was passiert. Und Runny stirbt auch noch. Oh, 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 was geht hier ab? 3 Frames. Voll der Einbruch. Frame-Einbruch. Wartet. Wartet, YouTube. Bis gleich.